So, wir sind zurück. Wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens gleich einen guten Kampf. Hast du das gehört? Der Uruk wurde umgebracht. Was machst du? Welche Uruk wurde umgebracht? Hast du Spaß? So, schweig. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Danke. So, nächster Schmiedeturm. Eine Festung meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. So. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Von dem werde ich nicht schlau. Ciao. Unglaublich. Dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Ich bin nicht frei. Na gut, wir werden dort noch raufgehen, um ihn zu töten natürlich. Danke. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Orks, glaube ich, sind das, oder? Wohin führt die schwarze Straße? Tag und Nacht schreiten die Orks wie ein... Gut, ich probier's einfach. Marco Blutjäger und seine Anhänger. Das ist eine
So. Vor mir abzuhauen. Ich werde dich durch ganz Mordor jagen. Du machst mir keine Angst. Ich hab gekontert, oder? Tod, als ich mich entschied, dich zu jagen. Ich hab nicht gekontert? Oder ist das nur so eine 50-50-Chance? Ja, man muss doch sagen, dass aber bitter jetzt ist. Dass sich das jetzt so geändert hat. Okay, wo ist 9? Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Der Hammer sollte hier wirklich das Sagen haben. Das hört sich nicht gut an. Okay. Ja, wir werden da jetzt hingehen. Und den Kampf mit dem aufnehmen. Töte den Waldläufer und du erhältst ein Fass Grog und einen Sklaven. Das hat der Hauptmann gesagt. Ich werde diesen Tag töten. Doch glaubt ja nicht, dass ich meinen Lohn mit euch teile. Es wird kein Lohn geben. Was es war. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Hast du das gehört? Jemand hat ihn getötet. Was war das für ein Geräusch? Wie der Hauptmann den Grog rationiert, nur weil er meint, wir hätten nicht genug getan. Er befolgt nur die Befehle der Häuptlinge. Die sitzen doch auf dem ganzen Grog. Ich habe gehört, sie lagern ihn in einer Höhle. Eine Armee von Grogs, die Grog bewachen? Hört euch doch mal zu! Oh, my God.
bringt ihn aus dem Gleichgewicht. So, schon. Und jetzt gleich die nächsten. Da ist er. Kuga, Kuga. Komm her. Ja. Wir kennen uns schon. Uga, Kuga. Es waren hier wirklich sehr viele. Du! Das hast du davon, wenn du nach Mordor kommst. Ich werde dich fertig machen. Okay, das ist halt etwas kompliziert. Diese dummen Tags haben Angst vor der Dunkelheit. Genau, besonders anders. Das ist das. Was war das? Ich brauche keine Hilfe. Lass uns unsere Schwerter abholen. Okay.
Sehr schön. Das war Wahnsinn. Auch noch gut. Den nächsten Kampf sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann und rein. Mach's gut. Ciao.